Aloha und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von WWE 2K16 Karriere. Wir sind bei SmackDown. Und wir haben heute mal wieder ein Match. Und wir sind hier mittlerweile in Rangliste 2 im Intercontinental Championship Titel Race. Auf geht's. In der Haus. Ich muss sagen, ich habe gerade Big Bad Loser verstanden, aber das kann ich ja nicht gemeint haben. Also, hier doch. So. Ready for the opponent. Und unser Gegner ist... Ihr kennt ihn alle. Barrett, jawohl. Der Mann, der seinen WWE-Vertrag nicht verlängern wird. Jawohl. Wie gesagt, Bad News Barrett wird seinen WWE-Vertrag voraussichtlich nicht verlängern. Läuft im Juni aus und dann wird der ehemalige NXT-Sieger nicht mehr unter WWE-Vertrag sein und sich anderen Aufgaben widmen. Finde ich sehr schade, denn ich finde, aus Barrett hätte man durchaus noch was machen können. Wie zum Beispiel einer, der aufs Maul bringt. Oh, oder auch nicht. Oh, Vorsicht. Collar and Elbow Tie-Up hier. Alter, was machst du denn mit uns? Willst du uns nudeln? Komm her. Alter, wie schnell. Puh. Da kommen wir raus, warte. Nein! Oh. Aua! Tell us about Barrett. Definitely looking good so far. Hasn't taken too much punishment up to this point. That'll have you worrying about long-term injuries. Mach den Big Bad nicht böse, Mann. Oh, wow. Bam! Aufmarsch! 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 Come on, Bro. I'm gonna bro fist your ass. Oh, oh no. Oder auch nicht. Wait a minute, Cole. What's he gonna do here? Bam, Power Reversal von Big Bad und Spinebuster. Sit down von Big Bad. Big Bad, genau, von Bad News. Barrett, was wird das? Oh, gegen den Ringpfosten. Oh, out of nowhere. Und dann Counter. Piss dich. Nein. Oh, war der Arm zu kurz. Looks like he's pinpointing the back. Au, meine Rücken. Ich hab doch einen Bandscheibenvorfall, Kollege. Is taking full control right now. Barrett, der macht uns hier gerade gut zu schaffen, Alter. Aber er wird uns pinnen und das ist eine gute Möglichkeit für uns, Punkte zu sammeln. Dankeschön. Bam! Nein, nein! Au, 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 au. Nicely executed. Schöne Powerbomb von Bad News Barrett. Und wir haben gerade nicht so wirklich die Chance, irgendwas zu machen. Was wird das denn? Oh. Der hat uns gerade sehr gut im Griff. Ich schaff's auch gerade nicht zu kontern irgendwie. Aua. Sag mal, Kollege. Findest du Idiot oder was? Komm schon, Konter. Ja, sehr gut. Hau ab. No, wait, nice reversal. So, Kollege. Und die Fans mögen uns immer noch, obwohl wir hier sind. Wahnsinn. Hoch mit dir. Weapon. In die Seite. Und Smash auf den Boden. Und Konter von Barrett. Natürlich. Zu früh. Ach nö.
The camel clutch. Oh, and I'm going to tell you from experience, Cole, that is one painful maneuver. Oh, mein Gott. Die Kacke der Arse, ne? Mom! Look at this. He's going. Nein, dieser scheiß Kick danach immer, ne? You're right about that. Der versaut uns immer. Remember what works. Wir haben eigentlich keine Ausdauer mehr. Ist ja voll krass. The shoulders are down. And it's up. Nee. The shoulder up. What do you have to do to keep this guy down? Nein. Out of nowhere. King said it earlier. Schluss, and it's Jens. Undeniable. Bad news, Barrett truly has one of the most diverse arsenals. Okay, wir müssen erstmal Ausdauer aufladen lassen ein bisschen. When that size 14 comes at your face. Der kontert aber auch echt alles, ne? Aber wir haben jetzt ein Counter-Move, aber eher nicht. Jetzt müssen wir es nur nutzen können, irgendwie. Ja, können wir aber nicht. Das ist unser Problem gerade. Ja, sehr gut. Schön. Oh, unfairer Pin. Na. Alter, der kriegt 20 Punkte für einen Kämpfer. Hä? Was? Das kann doch nicht sein, Alter. Das kann's nicht sein. Shoulders down. And the shoulders up. Also macht er uns denn so fertig? Aber wir sind ja ein kleiner John Cena jetzt im Glück. Oh. Oh, leck mich doch. Gibt's nicht. Ich krieg keinen Konter durchgezogen. Das ist Wahnsinn. Er hat schon wieder eins. Ah, guck dir mal an, wie schnell das bei dem geht mit dem Signature. Das ist doch unfassbar. Sollen wir das Match verlieren hier oder was? These are great competitors, great, tremendous gladiators here in WWE. Some of the best superstars the WWE has reversal. Wieder gekontert. He's displaying classic offense here. Yeah, that's when he's the most dangerous. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen in das Match reinfinden. Ja, klar. Weißt du, er ist wieder schneller. Ey, das ist... No, wait, doch nicht. Unleashing it for the second time now. Mann. Er kommt da schon wieder. Ja. Ist klar, komm. Ey, ganz ehrlich, das ist... Nee. Das ist abnormal. Somehow, he's kicked it into another gear here tonight. Er hat schon wieder ein Signature-Move. Schon wieder, Alter. Was? Was geht denn mit dem? Der hat einen Signature-Move nach dem anderen. Ich konnte den jetzt wieder, ist mir scheißegal. Ja, sauber. Oh, der Schiri ist down and out. Hey, Schiri! Hallo! Na, super. Danke, Schiri. Wirklich, ist nett von dir. Barrett ist locked up. Well, I've never seen him do that before. Oh gosh. Hey, what do you want for your last meal? Nobody home there. Yeah. Yeah, it's bad news. Barrett's wins a change. Blowing through the arena. Almost done. Wir kommen da nochmal raus, komm. Bad news has done it again. And it's up. Yeah. He got the shoulder up. Just when you thought it was over. Wow. Big bad, Alter. Never give up. Wir sehen kleiner John Cena hier. Uh-oh. Big move. Was ist mit seinem Ding da auf einmal passiert? Aua. So, das könnte es möglicherweise gewesen sein. Nein. So. Big Bad is fighting back, Alter. Und jetzt! The city of Boston has played host to some of sports entertainment's greatest moments, including tonight. Stone Cold Steve Austin captured. Nein, eigentlich wollte er um Kopf gehen, aber passt, ist egal. Auf der Rick Schaden. Und komm. Bam, 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 bam. Nochmal? Geht es nochmal?
Ja, gute, los! Ich gibt's aber nicht. So, Big Bad lebt, Alter. Nein, er kommt halt wieder. Scheiße. Ah, kein Konter. Schön ein 5-Star-Match hier, das ist doch Wahnsinn. Als ob in jeder Smackdown-Folge so ein 5-Star-Match, weißt du? Es ist ein bisschen übertrieben. Nein, der zählt uns wieder an. Fuck. Ah, vergiss es. Nein. Eigentlich müssten wir schon WWE-Champion sein, so offen wie hier die Kickouts schaffen und alles. He seems to use it often enough. Really pushing his opponent to the limit here. How much damage did that do? A lot from the looks of it. Come here. Well, this spells trouble right here. Belly to belly. Will it be enough for the win? Belly to belly ist das gar nicht. Das war die Dings. Anything can happen. Heißt das Scheißding. Exposed steel, concrete, the barricades. All of it can be used to cause massive damage. Die Bone Suplex, genau. Mein Gott. Oh, ist das vorher schon vorbei hier, oder was? Da komm mal rein hier. Ja, sicher. Sicher. Wade Barrett kommt rein, bam, sofort wieder ein Reversal. Willst du mich eigentlich verarschen? Manchmal, ja. Mach dann jetzt. Lass mich los, Alter. Hey, this may very hey! It. It's over. It's all over. Alter, er hat uns mit unseren eigenen Waffen geschlagen. Aber das ist doch so unrealistisch gewesen. Er kommt rein, bam, direkten Konter. Willst du mich verarschen? Ein ganz komisches Match. Ganz, ganz kurios. Und ich krieg nur so wenige Punkte, ey. Das ist schon assi. Für ein 4-Star-Match. Da gibt es viel zu wenige Punkte für. Ich dachte, das erhöht sich dann und bleibt auch hoch. Aber wie sollen wir denn so Talente, Alter? Da brauchst du ja ewig. Ich meine, das... der Karrieremodus schon sehr in die Länge gezogen wird, das ist klar. Sie versuchen so halt ziemlich lange Spieldauer in die Länge, also ne, künstliche Spieldauer und so. Aber ey, ganz ehrlich, pff, viel zu krass. Naja, eine ärgerliche Niederlage, aber er hat uns mit unseren eigenen Waffen geschlagen, so haben wir es ja auch gegen Undertaker gemacht. Passiert, ne? Passiert. Müssen wir im nächsten Match wieder ein bisschen besser sein. Und das ist bei Raw natürlich. Da bin ich sehr gespannt. Sind wir eigentlich noch Heal? Eigentlich schon, oder? Oh, wir dürfen gegen Sheamus kämpfen. Wer ist denn jetzt noch vor uns eigentlich? In the Rangliste. Oh, fuck it! Ausgerechnet Bad News Barrett, Alter. Fuck. Boah, das ärgert mich jetzt. Und jetzt kämpfen wir aber gegen den Champion. Das ist okay. Champion kämpfen ist in Ordnung, das kann man ruhig mal machen. Und jetzt ein Sieg, das wäre perfekt. Wir haben ja Sheamus gepinnt beim Battleground Pay-Per-View tatsächlich, in diesem ziemlich krassen Fatal 4-Way-Match. Da haben wir ja gegen Sheamus tatsächlich den Pin angesetzt und haben gewonnen. Das war gegen Luke Harper, Goldust, Sheamus und Big Bad tatsächlich. Aber da war nichts von Bad News Barrett zu sehen. Der eigentlich hätte doch dann auch in diesem Match dabei sein müssen, oder nicht? Ich meine, der ist ja vor uns. Verstehe ich nicht so wirklich, aber gut. Das ist halt so, ne? So, hier kommt erstmal Big Bad. The following contest is scheduled for one fall. Make
making his way to the ring from Frankfurt, Germany, Big Bad Luther. Well, this superstar has all the tools needed to win this one. Now let's see if he can put them together. The Raw crowd here tonight is definitely fired up for this one. Jawohl, Big Bad ist am Start und hier kommt der Intercontinental Champion, Sheamus. And approaching the ring from Dublin, Ireland, weighing in at 267 pounds, the Intercontinental Champion, the Celtic Warrior, Sheamus! Oh boy, we're in for a treat tonight. Both of these superstars look geared up and ready to go. I don't think there's a person... So, der keltische Krieger ist am Schlüssel und bereit, jetzt von uns auf die Schnauze zu kriegen, mein Freund. Was sag ich dir? Den Champion besiegen wäre natürlich schon im Singles-Match, wäre schon perfekt. Oh ja, er fängt gleich schon mal gut an hier. Direkt ein Cover, eins. Nee, vergiss es. Also gleich mal Punkte, die wir gut geschrieben kriegen, das ist perfekt. Au. So, jetzt mal ein bisschen bessere Leiste von mir wäre gut, wa? Great one-on-one action here tonight. It doesn't get much better than this. Boom. And I'm looking at Sheamus. What's the story for him right now? One of the most bitter conflicts in WWE began relatively early in Sheamus's career, and that was his war with the game, Triple H. What started at 2010 Elimination Chamber carried through to Raw, WrestleMania, and a street fight. Wie hat er das denn gemacht? For the champ to try out some new things here. What's the worst that can happen? A loss? Who cares? It's not like the titles on the line. Na, komm hoch mit dir. Sheamus, feeling the lockup. He's in perfect position. Complete control. I don't believe the destruction we're seeing. This guy's just going from one painful move to another. You could call this a good old-fashioned butt-whooping. Yeah, that's exactly what we're witnessing. A butt-whooping. Na, komm ruhig nochmal her da. Ein bisschen Schaden gleich mal zu früh, das ist perfekt. Well, he might have been losing some of his grip there anyway. He probably figured it would be better to release the hold now before his opponent could counter it. King, I know you've seen your share of fierce rivalries. Neck during Sheamus' early days, he even attacked you in the broadcast booth. Bis jetzt sieht das Match für uns gar nicht mal so schlecht aus. Power Slam. Was out of action for almost a year following their street fight at Extreme Rules. Aber you're right. Nochmal hoch da, oder? Championships and so on, things definitely get heated. But when that turns into someone becoming seriously injured, or worse, their careers getting powerbomb, ended, that's when you know it's gone to a completely different level. Wir wollen mal ein bisschen taunten, damit die Ausdauer schön oben bleibt. Whippin' in die Seile, denkst du? I've been looking forward to this one for a long time, Cole. Und stretching, jawohl. Oh. Nice reversal. Konter. Jawohl. Mussten zum Glück noch nicht viele Konter-Moves einsetzen bis jetzt. Was wird das? He's gonna need a chiropractor in his near future. And now he goes for it a second time. Okay. Komm mal her mit dir. In die Ringseile. Bam. Und hinterher. Bam. King, the only way you have a chance against Sheamus. Nur mal aufs Midrow. Wenn er gleich steht, kontert er bestimmt. Boah, der war schön. Ja, wir machen den Champion jetzt auf einmal so fertig, weißt du? Gegen Big Bad, gegen Bad News Barrett, keine Chance. Aber den Champion hier, den machen wir fertig. Den führen wir vor, weißt du? Das musst du mir mal erklären. Okay, Konter von Sheamus. Achtung. Aufgepasst. Nein. To add to the Celtic Warriors' impressive list of achievements, one that I certainly could appreciate was when Sheamus became the 2010 King of the Ring winner. Jetzt, ja, jetzt tut er uns stretchen hier, jawohl. Au.
Oh nein, au. We're seeing two outstanding athletes looking to prove their dominance in there, but only one can walk out victorious. Who will it be? Come here, Drecksack. This is a level of destruction no one was expecting. I certainly didn't expect to see this kind of damage. Oh, wir haben ihn aber getroffen, oder? Ja, doch. Sehr gut. Steh mal auf, mein Freund. Und gleich mal ein T-Bone. Jerry, you brought up Sheamus' T-Bone Suplex. Oh man, a T-Bone Suplex. I love it. If this continues, we could be talking about something no one wants to discuss. Facial reconstructive surgery. I know you don't like to talk about your facial reconstructive surgery. Come here. What? Was? Warum geht das jetzt nicht? My God, his body's been through hell. Kotzen, ey, ganz ehrlich. Have bore the brunt of the attack, and I hope we can get a doctor out here. Da wieder so ein kleines Fitzelchen an Ausdauer gefehlt, ne? Can make it hard to breathe. The point of that elbow delivers. Na gut, komm mal her. Noch in die Ringecke mit dir. Nein, in die Ringecke. Oh. Oh. Jetzt kommt Sheamus nochmal ran hier, wa? Achso. Jetzt will er uns nochmal geben. Au. Remember, momentum in WWE can turn on a dime and leave you some change. Ja, wir kommen raus. Sehr gut. Stunner! Stunner must talk card! That strike hit the spot. There's no way he could have avoided that blow. So lustig aus. He may be trying to systematically chop his opponent down. Ich kann mein Bein nicht spüren. Komm schon, wir müssen kontern. Fuck. What's he gonna do here? What's he gonna do here? Somehow, he's kicked it into another gear. Ja, das gibt's doch gar nicht. Jetzt ist Sheamus hier am Start. Konter. At this stage of the match, you're screen counter. We're looking at complete domination here. Jawohl. Boy, he just got laid out. When this guy's on, look out. Konter auf der Konter hier, Alter. Oh, Kontermania. Warrior Sheamus is one of the most intense WWE superstars you ever see in a ring. His fiery temper and love of a good fight means he's not backing down from anyone. Hoch mit ihm. And he's always just one bro kick away from victory. Smart move. This is what makes him one of the best in the business. Wow! Drop kick! Playing my games. Yeah, a little intimidation there. Come here! Deep on! Boom! All these power moves tonight are making bigger and bigger impacts. He's setting it up. Jetzt ein sit-down power bomb. Ah, hier, Papa power bump. Und on goes nine! There it is. The pop-up power bomb. Come to him. Oh man, it's all about the crying after two. That. Jetzt hat Finisher benutzt. Gibt's doch gar nicht. Thank you for tuning in to Raw. So ein Ärgernis, ey. Stimmt, hat er einen Finisher gehabt. Nein. Au. Was hat denn? So, unfairer Pin oder was? Komm, wir können das auch. One, two. You mentioned the intensity. What a win! Man, he's gotta feel great. Jambalaya. Oh, some unbelievable highlights. What's this? Das ist doch ein neuer Finisher jetzt. Unfairer Pin. So, hier sind wir noch die Pop-Up Powerbomb. Ne, sehen wir nicht. Das Ende. Wir haben gewonnen. Gegen Sheamus. Here's your winner, Big Bad Luther. A well-earned victory indeed. Right from the opening bell, Sheamus really looked lost out there tonight. Sehr schön. Jetzt gibt's gleich wieder ein paar mehr Punkte. Wir sind immer noch beliebt. Was ist denn das? Oh, wir haben einen Erfolg bei Authority bekommen. Krass. Naja, wir sind immer noch beliebt bei der Authority. Ach, bei den Fans. Ich weiß nicht warum. Warum die uns immer noch alle so toll finden, aber gut. Da können wir ja so schlimm nicht sein, hör mal. So, jetzt gucken wir mal gerade, ob noch irgendwas kommt.
Ansonsten verabschiede ich mich gleich schon wieder. Den Endscreen gibt's trotzdem. Ja, ich hatte ja auf Twitter geschrieben, ich habe meinen Endscreen-Ordner gelöscht. Ich habe aber alle Endscreens, die ich jetzt noch brauche, außer den von Assassin's Creed, den brauchen wir sowieso nicht mehr so wirklich, wieder neu erstellt quasi. Ja, also von Fallout und WWE. Das war auch lustig gewesen auf jeden Fall. Naja, also WWE gibt's weiter in den Endscreen, den habe ich wieder neu erstellt sozusagen. Also, verabschiede ich mich gleich in selbigen Moment. Wir lassen Triple H gegen John Cena, yo. Lass er erstmal durchsimulieren. Moment, Moment, Moment. Und ich sage mal. Was? Warum gegen The Rock? Was? Seid ihr bescheuert oder was? Ja, gut, dann, ihr seht ja, was es für ein Match morgen gibt. 19 Uhr. Also, die nächsten zwei Tage gibt es WWE noch, WWE-Karriere noch täglich. Weil es die letzten Tage keine Folge gab. Also, heute gibt es WWE. Karriere morgen, also am Freitag gibt es WWE-Karriere um 19 Uhr und am Samstag um 19 Uhr und dann geht es aber erst wieder Montag um 19 Uhr weiter. Ne? Nur damit ihr Bescheid wisst. Wir hören und sehen uns. Bis dahin, ciao. Ein Fatal 4-Way-Match zwischen Wade Barrett, Big Bad Luther, The Rock und dem Intercontinental Champion Sheamus. Aber wollt ihr mich eigentlich verkackeiern? Was ist das denn, Alter? Warum? Warum, wieso, weshalb? Was ist denn hier los, Alter? Ziemlich kranke Scheiße. Ich freue mich auf die nächste Folge. Die wird der Hammer. Und wir hören und sehen uns dann. Hoffentlich. Bis dahin. Ciao. Almost home.